Mit dem Dieselmotor DCI 115 des neuen Renault Clio werden Sie sehr weit kommen. Dieser leistungsstarke und umweltfreundliche Turbo-Vierzylinder-DCI-Motor hat einen Hubraum von 1461 Kubikzentimetern und leistet 85 Kilowatt. In Kombination mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe bietet er ein Drehmoment von 260 Newtonmetern bei 2000 Umdrehungen pro Minute. Damit garantiert er in allen Situationen ein höchst angenehmes Fahrgefühl. Diese DCI-Motorisierung wurde sorgfältig darauf abgestimmt, den Kraftstoffverbrauch und den Abgasausstoß so weit wie möglich zu senken. So ermöglicht ein ausgeklügeltes Kühlflüssigkeitssystem ein schnelles Erreichen der Betriebstemperatur und ein wassergekühlter Ladeluftkühler eine niedrige Temperatur der Ansaugluft. Herausgekommen ist ein Vierzylindermotor mit niedrigem Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung. Immer in Tuchfühlung mit den Spitzentechnologien und bestrebt, den Kraftstoffverbrauch weiter zu senken, wurde dieser Motor mit einer Start-Stopp-Automatik ausgestattet. Wenn Sie an Ampeln oder im Stau halten, versetzt dieses System den Motor in den Standby-Modus, sobald Sie den Fuß ganz vom Kupplungspedal nehmen. Dann stößt Ihr Fahrzeug keine Abgase aus und in Ihrem Auto herrscht Ruhe. Das System lässt den Motor augenblicklich wieder an, sobald Sie das Kupplungspedal betätigen. Dazu kommt eine Technologie zur Rekuperation von Energie beim Bremsvorgang. Die Energie wird vom Drehstromgenerator aufgenommen und in der Batterie gespeichert. Dadurch bleibt das Ladeniveau der Batterie erhalten, ohne dass der Motor in Anspruch genommen wird. Dieses System ist mit der Start-Stopp-Automatik des Motors verbunden. Zu guter Letzt ist dieser Motor mit einem Abgasreinigungssystem ausgestattet, das mit Hilfe von AdBlue Stickoxide und Kohlenwasserstoffe in den Abgasen reduziert. Die Flüssigkeit AdBlue befindet sich in einem speziellen, etwa 11 Liter fassenden Behälter. Er wird hinter der gleichen Klappe wie der Diesel-Kraftstoffbehälter eingefüllt und ist an seinem blauen Verschluss erkennbar. Nach Einschalten der Zündung wird die verbleibende Reichweite von AdBlue in der Instrumententafel angezeigt. Diese Meldung zeigt an, nach wie vielen Kilometern der AdBlue-Behälter nachgefüllt werden muss. Der neue Renault Clio, damit jede Fahrt zu einem Vergnügen wird.